Zwei kleine Schnitte oberhalb des Knöchels, in die Professor Martin Czerny zunächst eine Sonde in die Beinvene einführt. Mithilfe dieser Sonde kann dann Stück für Stück die geschwächte Vene gezogen werden. Wie entstehen Krampfadern? Über die Arterien wird das Blut vom Herzen in unseren Körper geleitet, über die Venen wieder zurück. Wenn die Venen geschwächt sind, funktioniert das nicht mehr. Am besten beschreiben Sie die Erkrankung, indem Sie sich ein Ventil vorstellen, das mit der Zeit undicht wird. Das ist letztlich der Mechanismus jedweder Form der Krampfadererkrankung. Von der auch Christian Koczymski betroffen ist. Der 46-Jährige spürte beim Laufen schon länger Schmerzen in den Beinen. Das Stehen fiel dem gelernten Koch immer schwerer. Typische Beschwerden bei Krampfadern. Das war alles schwer und Schmerzen und dicke Beine und so weiter. Und also das kann man nachher nicht mehr. Also am Abend da war schon dicke Beine und da muss ich hochliegen, dass die Beine irgendwie besser blühten. Nicht nur wegen der Schmerzen kommen Patienten in die Klinik, auch die Eitelkeit spielt bei Krampfadern durchaus eine Rolle. Das heißt, man sieht oberflächliche, wir nennen das ja sozusagen, wenn Sie so wollen, umgangssprachlich Besenreißer, wo man sich denkt, na, das war aber gestern noch nicht da und dann ist es aber morgen auch noch da und nächste Woche sind es dann vielleicht zwei und dann, wie gesagt, kommt man dann irgendwann in die gefühlte Notwendigkeit, dass man sagt, das möchte ich jetzt mal abgeklärt haben. Welche Untersuchungsmethoden gibt es? Die wichtigste ist der Ultraschall. Für die Patienten völlig schmerzfrei zeigt er den Ärztinnen die Fließeigenschaften des Blutes und den Zustand der Gefäße, wie hier bei Christian Koczymski. Also das Mittel der Wahl ist tatsächlich die Ultraschalluntersuchung, also die Duplexsonographie. Da können wir prinzipiell die ganzen Gefäße am Bein untersuchen und dann werden die Venen angeschaut, die oberflächlichen und die tiefen und so kommt man dann eigentlich relativ einfach und sortiert zu der Diagnose. Wie werden Krampfadern behandelt? Der Trend der letzten 10 Jahre, sagt Martin Czerny, geht zu einer immer individuelleren Behandlung. Je nach Venenschädigung mit Lymphdrainagen, Lasertherapie bis hin zur Operation. Zu verhindern sind Krampfadern nur schwer. Man kann durchaus sagen, dass das eine Volkserkrankung ist, weil sie sehr häufig vorkommt. Und dafür oder dagegen können sie relativ wenig tun. Das trifft den Menschen oder es trifft ihn nicht. Christian Koczymski hat es getroffen. Seine Beinvenen mussten operativ gezogen werden. Venen ziehen darf man ruhig wörtlich nehmen, denn die Vene wird komplett aus dem Bein gezogen. Fehlt diese Vene dann nicht, um das Bein zu versorgen? Wir haben jetzt einen wesentlich besseren und wiederhergestellten Rückfluss zum Herzen. Das heißt, obwohl Sie, wenn Sie so wollen, Gefäße entfernt haben, ist die Versorgung besser. Das kann Christian Koczymski bestätigen. Das eine Bein hatte er schon vor einigen Wochen operieren lassen. Früher war die Fuß war ganz kalt, jetzt ist auch warm und so, ganz normal wie früher, ohne irgendwie, wo das vorher angefangen hat. Und ja, ist alles. Die ganze OP hat viel geholfen. Und 2 Wochen nach der Operation kann er sein frisch operiertes Bein wieder voll belasten, beschwerdefrei.